hier ist es eigentlich nur, wir feiern uns selber. Also ich glaube okay. nicht, dass es einen großen Effekt hat. Auch medial wird das keinen so riesigen Effekt haben. Berliner Feuerwehrmann. Jawohl. Und ja, wir haben halt wirklich in ganz Berlin eigentlich die Feuerwehrgemeinschaft etabliert. Ja, das ist heute Morgen so eingefallen, das müsste man mal machen, so, wenn man so an der Gegendemo vorbeiläuft, mal ein bisschen Hundefutter damit. Egal was man macht, man kann auch viele andere Sachen tun und ich halte Demos nicht für das alleinige Heilmittel. Aber Demonstrationen sind natürlich auch ein Teil der politischen Teilhabe. Ein Teil. Damit zeigen wir, dass wir halt Menschen sind. Ja, und diese Menschen haben auch schwerbehinderten Frauen mit Rollstuhl geholfen. Das muss ich mal wirklich ganz klar so sagen. Ja, so wie man sein soll. Ja, das war wunderbar. Genau. Aber irgendwann ist jetzt mal Zeit, wach zu werden. Weil jetzt ist Schluss damit. Unsere Verwaltung ist überdimensional. Deswegen halten alle immer noch die Fresse. Mir reicht es jetzt aber langsam. Und es ist an Unfähigkeit nicht mehr zu übertrumpfen. Also ich werde öfter nach Berlin kommen, bis endlich mal dieses Land frei ist. Wo jeder denken und fühlen darf und alles aussprechen darf, was er für richtig hält. Genau. Definitiv. Man kann über alle Sachen reden. Man sollte nie mit Gewalt anfangen. Und keine Ahnung, ich bin einfach der Meinung, diese Leute bauen dir teilweise einfach nur Scheiße so. Ich habe viele coole Leute kennengelernt, die haben sogar einen besseren Schulabschluss als ich gehabt. Aber so wie es halt gerade läuft, es kommen so viele Leute rein, wir können sie nicht richtig integrieren und das funktioniert einfach nicht. Wie heißt du? Mein Name ist Timo Görz. Ich bin Berliner Feuerwehrmann. Jawohl. Und ja, wir haben halt wirklich in ganz Berlin eigentlich die Feuerwehrgemeinschaft etabliert. Genau. Wir haben uns überall blicken lassen. Wir waren teilweise auch in Magdeburg, in Leipzig, überall dabei. Ja. Wir wurden eingeladen. Es war uns eine Freude, überall dabei sein zu dürfen. Und heute werden wir auch gehört. Selbst im Bundestag waren wir vertreten, durften mal sprechen. Marcel, hast du ja angesprochen, fand ich also sehr gut, dass man uns endlich auch mal hört. Wir sind also nicht nur eine kleine Gruppe Ungeimpfter, es geht da, sag mal, mittlerweile immer noch um die... Sind alle noch standhaft. Immer noch standhaft. Ha! Sehr gut. Natürlich, Stahlknie, so nennen wir uns untereinander. Genau, die Stahlknie. Und macht immer noch Spaß, die Leute mal zu treffen. Genau. Leider ist noch etwas zu früh, aber es werden noch mehrere Leute von uns kommen. Kommen, ja, okay. Ja, hoffentlich. Macht weiter so bitte. Die Menschen aus dem Hintergrund, die eigentlich keiner kennt, aber die wichtig sind, merkt euch das, Feuerwehrgemeinschaft, die haben sehr, sehr viel angeschoben und wo werden jetzt auch immer mehr gehört. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Danke, Götz. Danke. Dankeschön. Ergin, was treibt dich heute hierher? Was treibt mich hierher? Die Unterdrückung der Meinung. Okay. Hauptsächlich. Ja. Das heißt, wir dürfen hier nicht mehr denken in einem Land, wo Goethes Töchter und Schillers Söhne nicht denken dürfen, keine Meinung bilden dürfen und andere Meinungen übernehmen müssen, was traurig ist. Deshalb bin ich hier hauptsächlich. Okay. Wie findest du die Demonstration? Ist es eine Demonstration oder ist es was anderes? Es sind schon einmal, ich habe andere Vorstellungen von Demonstrationen. Ich auch. Das ist friedlich, das ist sehr schmal und gut, aber das ist mir so mit Musik, mit allem nicht so eigentlich so demonstrieren, weil wir haben immerhin Ärzte, die im Knast sind, immer noch. Es sind Menschen, die für Menschenrechte kämpfen, im Knast sind. Und dass wir dann hier so alles so Friede, Freude, Eierkuchen machen, das ist nicht so mein Ding. Natürlich friedlich bleiben, gar kein Thema. Aber wir sollten klar und deutlich sagen, wie viele Menschen im Knast sind, die für Menschlichkeit gekämpft haben, immer noch kämpfen. Ja. Vielleicht kennt der ein oder andere Ergin nicht. Ergin macht seinen Mund auf, er macht ihn überall auf. Als letztes wieder vor dem Gefängnis, wo Frau Bianca Witschel freigekommen ist, hat er auch sehr gut gesprochen. Ist immer ein Mann der offenen Worte und genau seiner Meinung bin ich auch. Ja, es ist sehr friedlich, definitiv, wir können uns austauschen, aber Demonstration sieht anders aus. Wie stehst du von Anfang an zu dieser Organisation Querdenken? Es ist so, ich bin ein Längsdenker. Okay. Vor 20 Jahren war ich mal Querdenker und heute denke ich längs und morgen wahrscheinlich schräg. Aber ich denke selber und das ist eben für mich eine wichtig. Und das hat der Goethe gemacht, das hat eben auch Schiller gemacht und wir sind in einem Land, wo die Leute auch gedacht haben und auch viel Gutes produziert haben für die Menschheit. Denke an die Autos, was wir hier in Deutschland produzieren und all die Techniken. Das sind alles Gedankenprodukte. Die haben doch immer die meisten Patente auf dieser Welt, ja.
Genau, genau. Und diesen denkenden Deutschen vermisse ich. Ja, und deshalb bin ich ein bisschen traurig und deshalb bin ich auch in Berlin zum x-ten Mal. Nicht zum letzten Mal, glaube ich, oder? Nein, also ich werde öfter nach Berlin kommen, bis endlich mal dieses Land frei ist, wo jeder denken und fühlen darf und alles aussprechen darf, was er für richtig hält. Genau. Also ich schäme mich für die ganze deutsche Bevölkerung, für eine Frau, die mit 95 Jahren eingesperrt wird, weil sie eine andere Meinung hat als ich. Eine Frau mit 95 Jahren, das müsste man sich mal geben. Ergün, darf ich dich einladen? Wir sind gerade am Plan, hier in Berlin wieder was zu machen. Ja. Und dann würden wir dich gerne mal in Berlin begrüßen. Du, gerne. Ich würde gerne auch mit der Ursula Kaffee trinken, ihre schräge Meinung hören. Und sie auch mal drücken, weil sie eben eine andere Meinung hat. Genau. Und genau davon lebt dieses Land. Richtig. Ja. Vielen lieben Dank, Ergün. Gerne. Danke. Schönen guten Tag, Beobachter live. Hallo, ich war ein bisschen erstaunt, weil ich hatte auch tatsächlich mal sogar einen Autoaufkleber. Oh. Am Anfang war ich sehr begeistert von der Idee, von der Grundidee. Parteiengründung, die 2020 vor. Ja, genau. Ne? Also, und das hat sich ja dann leider etwas ein bisschen zerschlagen. Auf, können wir sagen, merkwürdige Art und Weise? Also Menschen sind generell merkwürdige Lebewesen manchmal. Also alles, also alle Gruppendynamiken sind zumindest merkwürdig. Da gebe ich dir recht, ja. Okay. Also, Sie tragen es aber trotzdem noch? Wir tragen es hier, weil wir haben eine lustige Geschichte. Wir haben damals, als es gerade anfing, haben wir in einem Anfang von Begeisterung 2000 Stück drucken lassen. Wow. Und ich habe jetzt mit dem Herrn Ballweg einmal gesprochen, weil ich finde, das ist halt genauso wie halt Querdenken, hat es mir quasi so angefangen damals. Ja. Und jetzt eine gute Gelegenheit, die retromäßig nochmal zu versuchen, an den Mann zu bringen. Ja. Also, weil ich finde es immer noch ein lustiges Gimmick. Da kann man sagen, ich war von Anfang an halt mit dabei und wir feiern uns ein bisschen selber. Also, ja. Anders ist es mehr. Ja. Also, Sie nutzen im Prinzip diese Demonstration, Kundgebung, wie auch immer ich das jetzt bezeichnen möchte, eigentlich für sich auch so ein bisschen als Plattform, als Möglichkeit, Ihr Anliegen nach vorne zu bringen, vielleicht nochmal so an die Menschen, die auch hier sind, vielleicht nochmal so als Erinnerung. Also hier ist es eigentlich nur, wir feiern uns selber. Also ich glaube okay. Nicht, dass es einen großen Effekt hat. Auch medial wird das keinen so riesigen Effekt haben. Ja, der Ort ist ein bisschen unglücklich dazu, ne? Also wie gesagt, das ist eigentlich mehr eigentlich so eine Ego-Nummer, wo wir uns alle gemeinschaftlich ein bisschen selber feiern. Okay. Nämlich, Sinn gemacht haben, am damals halt die Montagsspitzegang in jeder einzelnen Stadt. Ja. Vor den Rathäusern waren die meistens. Und wenn ich so selber merke, ich kann nicht mehr den Mund halten, dann denke ich mir, Volker, hast du Lust, sollen wir nochmal. Ich will aber nicht wieder eine riesen Demo und organisieren und Verantwortung übernehmen, aber selber sich da hinstellen, auch wenn es zu zweit ist, ja. Sich da hinstellen und auch wenn kaum einer zuhört, sagen so, das geht ab. Ich finde, das geht gerade gesellschaftlich gar nicht. Ja. Das ist absolut unzumutbar. 1024 Kriegswirtschaft der Menschen auf Menschen abschlachten, egal wo sie geboren sind. Und dann haben wir irgendwie Gut und Böse plötzlich wieder und wir fallen in alte Strukturen zurück. Vielen lieben Dank für Ihre Aktion. Viel Erfolg auch weiterhin. Ja, danke fürs Beobachten. Gerne doch. Was für eine Meinung haben Sie zu der Veranstaltung? Ich suche eigentlich die Gegendemonstration. Die Gegendemonstration, die soll nachher an der Siegessäule sein. Um Hundefutter zu verteilen, weil die sich meistens immer sehr... Hundefutter zu verteilen? Warum Hundefutter? Na, weil die sich immer so tierisch benehmen. Ach so, okay. Darf ich Sie filmen? Unreflektiert, ja. All gut. Nee, die sollen da vorne sein, an der Siegessäule nachher. Also der junge Mann sucht den Gegenprotest, um dort Hundefutter zu verteilen. Also finde ich sehr gut, vielen lieben Dank. Ja, vielen genau, gute Idee. Ja, ich hoffe, der Rucksack ist voll, genau. Weil ich glaube, das sind schon ein paar, die da aktiv sind. Nee, war ein Joke. Das ist mir also heute Morgen so eingefallen. Das müsste man mal machen, so, wenn man so in der Gegendemo vorbeiläuft, mal ein bisschen Hundefutter damit. Oder Katzenfutter, das sind nur die kleinen Dosen, weißt du. So. Ich will ja keine Werbung machen. Ja, mit euch. Dankeschön. Weil ich das immer so ein bisschen einfallslos finde, immer dagegen zu sein, ja? Ohne, ja. Ohne irgendwie was spannend, oder? Vorbringen zu können, wie man es besser machen kann. Ja, ich bin Thomas aus Hamburg. Ich habe einige Corona-Maßnahmen-kritische Demonstrationen in Hamburg mitorganisiert, weil wenn man größere Demos macht, ist das immer Teamwork, niemals Einzelstückwerk und wie viel wart ihr im Team? Also du brauchst so 5, 6 im Kernteam und dann noch mal ungefähr so 20 Leute
die so einen Pool bilden und ihre Fähigkeiten einbringen. Und dann natürlich immer noch, dass du ein paar helfende Hände immer noch bekommst. Ja? Aber wir haben es ja auch erlebt, in Hamburg kann man es mal sehr gut sehen, also wirklich eine Wellenbewegung, als diese Impfpflicht drohte, dass innerhalb wirklich weniger Wochen wir jede Woche verdoppelt haben, die Teilnehmerzahl. Das hat uns damals, so schön die Bilder sind, organisatorisch, bei den ganzen Auflagen, die du kriegst, das hat echt einiges abverlangt. Also da sind die ein oder anderen grauen Haare gekommen. Alles ist so in der Bubble. Also es ist ganz schwer aus diesen... Da kann man auch jetzt keinen schuldigen als per se, oder es gibt auch nicht den einen Grund, aber das hat sich halt über 2-3 Jahre so entwickelt, dass alle nur noch, sag ich mal, in ihrem Saft schmoren. Okay. Und du kriegst Außenstehende nicht so wirklich erreicht. Aber die brauchen wir. Und das habe ich damals gesehen bei Demos, die ich organisiert habe. Wenn du so Momentum hast, genauso wie natürlich diese August 2020 Demos, ein gewisses Momentum hatten. Aber man hat auch gesehen, dass, ich sag mal, die Gegenseite, Geheimdienste natürlich sehr gut aufgestellt sind, ihre Konzepte haben, wie sie das eine oder andere, sag ich mal, auch gezielt an die Wand fahren können. Mhm. So. Und ich würde das einfach mal ganz provokativ so behaupten, die Firma, die Ostdeutschen wissen, was ich damit meine, die hat nie aufgehört zu existieren. Und das Know-how ist da und dieses Know-how wird nach wie vor eingesetzt. Wenn wir nichts bewegt bekommen, was in irgendeiner Weise inspirieren kann oder Vorbild sein kann, mit was willst du dann andere Leute, die jetzt völlig ahnungslos sind, motivieren, über gewisse Sachen nachzudenken oder das Aha-Moment kommt? Ich mal kurz darin, dann kann ich mit Mueli kurz quatschen. So. Ja, so flexibel sind wir, aber das war jetzt nochmal das Fazit, die hat gefragt und du kennst mich, ich antworte da sehr ausführlich. Deswegen, und ich weiß, Sven kennt ihn noch nicht so gut, der weiß nicht, wo er dann immer mal die Bremse ziehen muss. Thomas, lieben vielen Dank, ich finde es klasse, wenn ich dich immer wieder überall irgendwo mal sehe. Aber wie gesagt, egal was man macht, man kann auch viele andere Sachen tun und das für mich nochmal, weil das auch Sven die Frage war. Wie gesagt, ich halte Demos nicht für das alleinige Heilmittel, aber Demonstrationen sind natürlich auch ein Teil der politischen Teilhabe. Ein Teil. Aber ist in unserer Szene halt viel zu überproportional bewertet worden. Und das hat auch Probleme geschaffen. Danke dir. Nicole, was sagst du zu dem, zu dieser Riesendemo? Ist eine Ballwegveranstaltung. Hier ist ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wie vorher schon. Auch bei allen anderen Demos und es ist nothing. Ganz ehrlich, lauter, es ist nothing, nachdem RKI-Files veröffentlicht wurden. Jetzt kannst du lauter sprechen. Jetzt kann ich lauter sprechen. Ist ein Witz. Ist ein Witz und ist echt traurig und wir sind verloren. Wir sind am Arsch. Um das mal so klar zu sagen. Und dann sind da Redner, wo du einschläfst. Also dieses Seelenprogramm, das kann ich mir abholen, aber dafür gehe ich nicht auf eine Demo. Ich muss ja die Leute in Betrieb bringen. Darum geht's ja. Wir wollen ja hier Bilder schicken. Mir ging es darum, als ich hierher gekommen bin, Bilder zu schicken, auch an Putin. Auch an Putin und zu sagen, ey, die können hier Faxen machen, wie sie wollen. Wir sind dagegen. Aber guck dir die doch mal an. Die rennen eher auf diese EM-Meile oder vom Brandenburger Tor. Ist unfassbar. Also am Anfang schon. Ich habe wirklich den mal reingeschaut. Und als ich die ersten Demonstranten schon wieder gesehen habe und Oma ging rechts, Mama, haben die einen Radar? Jetzt wirklich mal. Ey, es ist ja Wahnsinn. Es ist die größte Schlaf- und Schnarchveranstaltung. Die brauchen bloß noch Blumen rausholen. Dann setzen sich alle in den Sitzkreis und trommeln ihren Namen. Ey, die gehen mir so auf den Sender. Und wenn ich die schon sehe, dann ist das Programm, sorry, dass ich dazu sage, wir sind am Arsch, wir sind die Lächerlichkeit schlechthin. Und ich weiß auch gar nicht. Ey, und dann die Polizei, der Freund und Helfer, geil. Bin ich ja gleich wieder hingegangen zu denen, ne? Ich habe ja mit denen richtig Spaß schon die ganze Zeit gehabt, die ganzen Jahre. Hat gesagt, na, ist geil, seine Bevölkerung zu bespitzeln, wa? Nichts kriegt er geschissen, gar nichts, hast du euch geschämt. Wo warst du überall? Ich war 2021, ich war... Bist du hingegangen, auf welchen Demos? Aber ich hoffe, ihr hört die Frauen wieder. 21 hatten sie uns ja im Office alles abgesperrt, oben mit Drohnen. Dann haben die ja die S-Bahn lahmgelegt, alles haben die lahmgelegt. Also das konnten sie, wenn wir denken, das können die nicht. Da sind die unglaublich koordiniert, aber die älteren Bullen nicht. Ich weiß, ich habe mit einigen Kontakt.
die wollten sich auch nicht impfen lassen. Die haben auch wirklich, die sind auch ausgetickt. Okay. Aber man, wenn man sich vorstellt, man hat beim SEK gelernt, verstehst du, das ist ja eine harte Ausbildung damals neu gewesen. Dann geht man in die Verwaltung und dann drohen sie dir auf einmal deine Bezüge und deine Pension wegzunehmen. Ja? Na klar überlegst du dir das, wenn du Kinder hast. Aber irgendwann ist jetzt mal Zeit, wach zu werden. Weil jetzt ist Schluss damit. Unsere Verwaltung ist überdimensional, deswegen halten alle immer noch die Fresse. Mir reicht es jetzt aber langsam. Und es ist an Unfähigkeit nicht mehr zu übertrumpfen. Vom Bürgeramt, und wisst ihr, was mir am meisten annervt? Das Verkehrsministerium, da möchte ich einreiten. Wie Berlin aussieht, es werden überall Baustellen errichtet. Ich arbeite in einer Baufirma. Ja, warte, ich arbeite ja in einer Baufirma. Ich sehe, was die hier treiben. Ich weiß, was die machen. Der Senat bezahlt nicht. Die Firmen eröffnen einfach, machen erstmal Baueinrichtungen. Genauso läuft es die ganze Zeit. Und wenn wir denken, dass es Unfähigkeit ist, nein, Leute. Jeder, der hier mitmacht, der Beamter oder öffentlicher Dienst ist, macht sich jetzt mit haftbar, damit euch das klar ist. Und ihr opfert unser Heimatland. So sieht's aus. Und das muss euch bewusst sein. Ihr opfert nicht euer Haus, euer Auto, euren Urlaub, sondern eure Heimat und eure Kinder. So sieht's aus. Rafft es endlich. Ich bin von Anfang an mitgelaufen, weil ich euch nicht gefunden habe. Okay. Und die oder einige Fahnen auch oder Flaggen mit gewissen Äußerungen, die dann im Laufe des Zuges herausgezogen wurden und beseitigt wurden, wo ich mich dann so gefragt habe, die sind auch wirklich entscheidende Stellen. Also ich kenne mich von wem wurden die rausgezogen? Von der Polizei und okay. Aber Menschen haben sie darauf hingewiesen. Also nicht die Polizei hat von sich aus gehandelt, okay. Sondern es wurde dann gesagt, so, hier, das geht gar nicht. Und das ging da los, wo wir in den Bereich gekommen sind, wo die Anwohner von den Balkonen geguckt haben. Okay. Als die Anwohner von den Balkonen geguckt haben, jetzt müsst ihr runter, das war für mich so das Gefühl, jetzt runter von der Straße. Ansonsten haben wir ein Problem. Ja, das war ich. Ah ja, okay. Das ist aber das ist nur mein Gefühl. Dein Gedanke. Genau. Das, was du beobachtet hast. Ja. Okay. Aber vielleicht waren auch einfach nur die Trommeln zu laut. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren wieder mal die Trommeln zu laut, ja, wie immer. Tatsächlich habe ich auch einen Bremer einfach so aus dem Handgreif kennengelernt. Okay. Der hatte ein großartiges Schild. Frieden ist Krieg, George Orwell. Ja, ja. So, und, alles gut, Dominik. Wir haben dann am Straßenrand eine gewisse Personengruppe stehen gesehen, okay. Die dann gesagt haben, mit dem Fingerzeig so. Oh, so, das ist jetzt aber, was auch immer. Die wussten aber, wahrscheinlich haben sie die Bücher nicht gelesen. Da habe ich dann auch, ja, und das ist der Punkt. Also nicht alle Menschen haben die Bücher gelesen. Ich bin dann darauf hingegangen, weil ich ja auch schwarze Haare habe, und habe den Jungs das einfach mal erklärt. Und danach kamen die tatsächlich mit ihren Palästinenserfahren raus. Und, okay. Und sind mit uns mitgelaufen. Ja, oh, ja, sehr schön. Haben sie gemacht. Haben okay. sie gemacht. Es war, damit zeigen wir, dass wir alt Menschen sind. Ja, und diese Menschen haben auch schwerbehinderten Frauen mit Rollstuhl geholfen. Das muss ich mal wirklich ganz klar so sagen. Ja, so wie man sein soll. Ja, das war wunderbar. Genau. Sehr schön. Danke. Danke. Was ist deine Meinung? Also meine Meinung ist, Herr Helmut Schmidt hat vor über 30 Jahren schon gesagt, Einwanderung aus Drittländern, das funktioniert einfach nicht. Und das ist so. Richtig, umso südlicher sie sind. Genau. Und das funktioniert einfach nicht. Und es kann nicht sein, dass die herkommen, ich nichts Deutsch, ich nichts verstehen. Die kriegen Geld in den Arsch gepustet, bis zum geht nicht mehr. Ja. Und meine Mutter hat 5 Stunden lang in einer Warteschleife gehangen, damit sie Förderung für Schulbücher bekommt. Okay. Und da hört es auch schon auf. Und die gehen einfach hin und kriegen alles in den Arsch gepustet. Und das ist für mich nicht verständlich. Okay. Ist das deine erste Demo oder bist du öfter auf der Straße? Tatsächlich, ich scheue mich ja immer so ein bisschen davor, weil du ja auch nicht weißt, wer hier langläuft. Okay. Okay. Verfassungsschutz und so ein Scheiß. Die sind immer da. Genau. Und das ist ja das Problem dahinter. Ich habe irgendwie keinen Bock, verfolgt zu werden. Mhm.
Aber trotzdem muss man ja irgendwie hier sein, man will ja auch für sein Recht kämpfen. Und aufstehen, lieber stehend sterben als kniend leben, oder? Und das ist meine Meinung. War das für dich das Wichtigste, was geändert werden muss? Wo müssen wir ansetzen, wo müssen wir alle gemeinsam? Immigration. Immigration ist das wichtigste Thema bei dir. Wir müssen einfach wieder Arbeit attraktiver machen. Wir müssen die Steuern runtersenken. Es kann nicht sein, dass jemand, der normal arbeiten geht, fast 50% Steuern zahlt. Und dann haben wir ja noch nicht mal im Einkaufsladen die 19% Mehrwertsteuer. Die kommen halt auch noch gleich dazu. Das ist richtig, ja. Von unserem Gehalt, was wir kriegen, ist gleich alles weg, ja. Da hast du recht. So, und das ist ein Ding der Möglichkeiten. Das funktioniert einfach so nicht. Es hat doch früher auch funktioniert. 10% Steuernabgaben und fertig ist. Okay. Wo soll der Weg nach deiner Meinung hingehen, wenn wir nicht alle unseren Arsch hochbekommen? Provokante Frage, ich weiß. Das ist eine sehr provokante Frage. Naja, ich bin ja sowieso Pazifist. Ich probiere immer nett und freundlich mit den Leuten. Sehr schön, wir auch. Und so gewaltfrei nach unserer Meinung geht alles. Definitiv, man kann über alle Sachen reden. Man sollte nie mit Gewalt anfangen. Und keine Ahnung, ich bin einfach der Meinung, diese Leute bauen hier teilweise einfach nur Scheiße. So, ich habe viele coole Leute kennengelernt, die haben sogar einen besseren Schulabschluss als ich gehabt. Aber so wie es halt gerade läuft, es kommen zu viele Leute rein, wir können sie nicht richtig integrieren. Und das funktioniert einfach nicht. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 21. 21. Mit 21, dann sind wir noch nicht verloren. Wenn wir öfter so eine jungen Menschen hören und vor treffen, die so eine Meinung haben, die sich kritisch mit dem Land auseinandersetzen. Aber runterbrechen können wir vielleicht auf das. Wir müssen alle erstmal wieder Menschen sein und zusammenstehen, oder? Ja, definitiv, definitiv. Erst dann können wir anfangen. Das ist wirklich mein Ding. Also ich probiere jeden Menschen wirklich so zu nehmen, wie er ist. Ich verurteile niemanden. Und ich probiere wirklich erst die Geschichte dahinter zu sehen, anstatt wirklich sofort, der ist scheiße. So, wie gesagt, ich bin... Was machst du beruflich? Gerade gar nichts, leider. Okay. Ich habe eine Ausbildung gehabt, leider abgebrochen, weil... Okay. Was würdest du gerne machen? Ich hatte eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Ah, okay. Will aber wahrscheinlich in die Richtung als Tischler gehen, also irgendwas Handwerkliches. Weil ich sag mal, handwerklich ist eigentlich das Geilste, was du machen kannst. Du kannst dir immer selber helfen. Also, wer Handwerker sucht, meldet sich beim Beobachter. Hier ist ein junger Mann, 21, der will arbeiten. Als Handwerker im handwerklichen Beruf einfach Uwe schreiben, vielleicht kriegen wir was für dich, dann vermitteln wir dich. Ganz einfach. Sehr kritisch, bleib so kritisch und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.